So, ihr Lieben, ich würde gerne noch mal eine konkrete Frage hier in die Runde werfen. Es gibt Gemeinschaften, Orden, Bruderschaften, wie auch immer wir das nennen wollen, die sind eher demokratisch aufgebaut. Es gibt auch Ordensstrukturen, die sind sehr hierarchisch aufgebaut. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Das wäre einmal die Frage in Bezug auf die Organisation gesehen und dann natürlich auch inhaltlich. Was spricht inhaltlich dafür und was spricht dagegen? Ja, wenn ich da direkt mal auf das Inhaltliche eingehen dürfte. Ich klammer jetzt also mal aus, dass wenn man von Graduierungssystemen redet, dass da manchmal auch eine Art Weisungsbefugnis mit einhergehen mag, sondern ich rede jetzt einfach nur mal von der Einteilung von Menschen, sozusagen wie weit sie auf ihrem spirituellen Weg sind. Und gerade bei Organisationen, die mit diesem Ansatz arbeiten, was ja bei Logen, Orden dieser spirituellen Ausrichtung eigentlich sehr häufig der Fall ist, ist natürlich immer das große Problem, wie willst du das verifizieren, dass jemand jetzt wirklich diese Stufe sozusagen erreicht hat? Und da bin ich auch der Meinung, dass es das eigentlich nicht möglich ist, zumindest ab einer gewissen Höhe dieser Erkenntnisse, wenn man es so nennen will, oder Erlebnisse vielleicht besser. Aber durchaus, wie der Aaron zum Beispiel so die ersten, sozusagen den Einstieg in die Telema Society beschrieben hat, finde ich, kann man zumindest auf den eher niedrigen Stufen durchaus solche relativ simplen Prüfungen schon anwenden und verlangen auch gewissermaßen. Ob man das machen muss, ist wieder eine andere Frage, aber ich finde, für die unteren ist es noch überhaupt praktikabel, aber ab den höheren halte ich es eigentlich nicht mehr für möglich. Vor allem, weil da das Problem auftreten kann, dass zum Beispiel jemand höher in der Hierarchie, in der Struktur, also in der Organisation auf der weltlichen Ebene ist und dann gar nicht sieht, jemanden, der quasi unter ihm steht, dass der schon viel weiter ist. Und das überhaupt nicht einschätzen kann, auf welcher Stufe er sozusagen einzuordnen wäre. Deswegen halte ich von so Klassifizierungssystemen, wenn überhaupt nur auf den niedrigeren Stufen was. Was ich vor allem spannend daran finde, sich überhaupt mit der Thematik auseinanderzusetzen, ist die Frage, ob nicht wirklich in allen Traditionen, also seien es religiöse Traditionen, seien es solche eher, wie man sagt, Mysterientraditionen, ob da nicht eigentlich immer dasselbe Grundgerüst vorhanden ist von solchen Graden oder Stufen oder wie man es auch nennen will. Und das war eigentlich damals auch der Ausgangspunkt, warum ich mich ein bisschen intensiver mit Crowleys Vorstellung genau zu diesem Thema befasst habe. Er hat ja eigentlich als allerersten oder als seinen eigentlichen eigenen Orden gar nicht den OTO, den hat er ja nur übernommen, den hat er nicht selber gegründet, sondern gegründet hat er den sogenannten AA oder AA, worüber man streiten kann, für was diese Abkürzung genau steht. Aber sagen wir jetzt erstmal, das, was er dazu geschrieben hat in seinen Veröffentlichungen in Equinox, Zeitschrift und sowas, also sagen wir mal die Manifeste zu diesem Orden, die habe ich halt ein bisschen intensiver untersucht, da hatte ich auch mal so eine Art Büchlein zu geschrieben. Ich kann es auch gerne mal in die Kamera halten. Ist aber jetzt keine Werbung in dem Sinne. Also ich bitte fast darum, es nicht für 6,66 € zu kaufen, weil es auch alles frei verfügbar im Internet, zu finden ist, wenn man es, eingibt. Aber jedenfalls habe ich da mal den Versuch unternommen, insbesondere mein Hauptthema, also diese jüdisch-chassidische Herangehensweise, auch Ritualistik durchaus, mit dem Ansatz von Crowley zu vergleichen. Auf den ersten Blick also zwei völlig unterschiedliche Systeme, könnte man meinen. Aber ich bin eben der Meinung, dass durchaus gewisse Gemeinsamkeiten, auch was diese Stufeneinteilung angeht, betrifft. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier überhaupt sinnvoll ist, da wirklich ins Detail zu gehen. Wenn, dann auf Nachfrage kann ich gerne was dazu sagen, aber ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich da anfangen soll, ohne die 5-Minuten-Grenze zu überschreiten, die der Ivan hier gnädig uns allen gesetzt hat. Von daher sage ich einfach nur erstmal das Grundsätzliche, die Einteilung, wie es Crowley vornimmt, in drei Abteilungen. Und er bezieht es ja dann auf den sogenannten kabbalistischen Lebensbaum, also diese Einteilung der 10 Sphirot. Und die sind eben, die unteren sind eben dieser untersten Abteilung seines Ordens zugeordnet, die mittleren der mittleren und die höchsten drei sind dann eben die oberste Abteilung, die eigentliche Abteilung des AA, die darunter sind sozusagen die Rosenkreuzerabteilung und die Golden Dawn, also die goldene Morgenröteabteilung. Und ich glaube, dass diese Einteilung, dieser Dreiheit sich wirklich in fast jedem System wiederfindet. Also die einzelnen Grade dann sind vielleicht noch mal ein bisschen beim einen oder anderen vielleicht zwei zusammen zu einem geschmolzen, beim anderen vielleicht noch mal ein bisschen ausgefaltet. Aber diese Grundeinteilung in die Dreiheit, die findet man
soweit mir das bekannt ist, auch in einigen Hochgradsystemen der Freimaurerei wieder, wo man auch wirklich die Inhalte durchaus mehr oder weniger zuordnen kann, genau diese Dreiheit von Crowley. Weswegen ich halt glaube, dass er da wirklich geschafft hat, diese Grundstruktur, das innere Skelett des mystischen Weges des Menschen hier auf Erden, ohne jetzt irgendwie in die kosmischen Weiten abdriften zu wollen, sehr präzise beschrieben hat und eben auch sehr schlank, könnte man sagen. Also nur das Allernötigste, aber das Nötigste halt schon. Also nicht irgendwie nur eine Art Stichpunktanleitung, sondern da, wo es wichtig ist, gerade auch so bei den Grundlagendisziplinen, da halt wirklich auf allen Ebenen, die körperliche Ebene, die, sagen wir mal so, Lebenskraft, ätherische Ebene, astrale Ebene, mentale Ebene, die hat er alle schon sehr intensiv behandelt und darauf bauen dann eben auch die höheren Abteilungen auf. Und ja, kurz unterm Strich ist alles zusammengefasst. Ich kann jedem empfehlen, auch wenn man Vorurteile, Vorbehalte gegen Crowley als Person hat, sich gerade mit diesem Aspekt seines Lebenswerkes wirklich mal näher auseinanderzusetzen, wenn man denn Interesse oder Faszination für diesen Einweihungsweg hat, den man auch individuell gehen kann, also wo man eben gerade nicht irgendeiner Organisation unbedingt beitreten muss, weil eben so quasi die These, jede Organisation, sogar jede größere Religion im Endeffekt, letztlich eine Art Entartung ist oder nicht Entartung, aber eine Materialisation, eine Verstofflichung dieses geistigen Prinzips, was er da mit seinem symbolischen AA-Orden beschrieben hat oder eben mit dieser Struktur der 10 Sephirot, den 3 Abteilungen und so weiter. Also große Empfehlung, mal einfach die allerersten Artikel vom Equinox oder so zu lesen, wobei er da teilweise auch einfach was übernommen hat, was jetzt zum Beispiel aus der Rosenkreuzer-Tradition kommt. Also der allererste Text, der dieses Thema sehr ausführlich behandelt, der innere Orden, den inneren Orden beschreibt, der ist eigentlich eine Art fast wortwörtliche Wiedergabe von Karl von Eckartshausens Wolke über dem Heiligtum oder einem Abschnitt davon jedenfalls. Da hat Crowley, soweit ich weiß, nicht wirklich auf seine Quelle hingewiesen, sondern ist einfach ein bisschen in einzelnen Wörtern mal, hat er, glaube ich, Christus durch Lux oder sowas ersetzt, also L-O-X, aber ansonsten eigentlich wortwörtlich übernommen. Aber das tut ihm keinen Abbruch, dass Crowley da wirklich was geleistet hat an Grundlagenarbeit, die man heute studieren kann, eben auch ohne irgendeiner Organisation beizutreten. Ja, wobei man das mit Karl von Eckartshausen schon weiß, dass das eigentlich der war, der Crowley auf diesen ganzen Weg gebracht hat. Also auch, dass es so einen unsichtbaren Orden gibt, ja. Hat er es aber selber wirklich auch als Quelle angegeben? Also das habe ich halt erst viel später zufällig rausgefunden. Er hat es nicht. Nee, ich meine schon, dass er in seinen Confessions und so beschrieben hat. Also das ist kein Geheimnis. Da schreibt er schon auch selber, dass das eigentlich bei ihm der Impuls war, sich damit zu beschäftigen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, so, es ist echt wunderschön ausgeführt alles, Janosch. So, das lohnt sich immer, wenn du länger schweigst, da baut sich was auf, ne? Und dann kommt da so eine Perle. Da kann ich wieder in allem eigentlich nur zustimmen, muss ich sagen. Also wir gehen da sicher gleich noch in die Diskussion, aber ja, wunderschön ausgeführt alles. Also sowohl diese 3 Ebenen, das stimmt, wie in der Freimaurerei, wo es ja eigentlich auch diese 3 Grade gibt in der Johannesloge, in denen du eigentlich alles schon checken kannst, ja. Genauso wie du beim Golden Dawn wahrscheinlich in jedem Ritual, schon im Neophytenritual, das ja super lang ist, ne, ist wahrscheinlich alles drin, wenn du das Auge dafür hättest. Und auch ein schöner Punkt, den fand ich mit am besten ist, das stimmt. Ab einem gewissen Grad wird es super schwierig, also speziell, wenn wir dann über diesen Abyss sprechen, der ja sozusagen bei indischen Gurus dieser Punkt wäre, wo du das Ego dann verlierst, ja, und weiß das mal jemandem nach, ja, das ist wie die Gedankenlehre, also da musst du einfach sagen, okay, ich habe vielleicht das Gefühl für die Aura von jemandem, dass der irgendwas ausstrahlt, irgendeine Art von Frieden oder lass es von mir aus Macht sein, auf jeden Fall irgendwas, wo ich sage, okay, da muss irgendwas sein. Aber klar, das ab zu einem gewissen Punkt wird es schwierig. Und schon dieser zweite Punkt ist ja der, wo man sozusagen da die Konversation mit dem heiligen Schutzengel aufbaut. Das sind ja diese 3 Stufen. Ne? Erst kommst du rein, lernst die ganze Theorie, dann hast du deinen heiligen Schutzengel, deinen großen Geistführer und dann gehst du über den Abyss, ja. Und es stimmt, umso höher du da gehst, umso schwieriger wird es, das jemandem nachzuweisen. Ne? Ja. Aber so ist es, ne? Und dieses Problem lässt sich auch nicht wirklich beheben. Das ist leider so ein bisschen paradox. Darf ich kurz was einwerfen? Natürlich. Ja, also ich will jetzt nicht die Spaßbremse sein, aber ich würde es eigentlich auf einer viel banaleren Ebene erstmal angehen, die ganze Thematik. Also wenn man diese 3-Grad-Stufung nimmt,
was in der Freimaurerei blaue Maurerei genannt wird, also diese drei Basisgrade und was es in ganz vielen Organisationen ja immer wieder gibt. Im OTO zum Beispiel auch. Und im OTO gibt es zwar noch einen vorgelagerten Grad, das ist dieser Minerva-Grad, der so Null-Grad genannt wird, ja, aber dann hat man eben auch wieder diese Dreistufung. Und da wird ja eigentlich relativ einfach gesagt, dass es um diese drei Abschnitte im eigenen Leben geht. Also Kindheit, Jugend, mittlerer Teil, der im Grunde genommen der längste Teil ist, und dann wieder Alter und Tod. So, und der Minerva-Grad wäre ja eigentlich vor der Geburt, also sozusagen die 9 Monate, wo man im Leib der Mutter dann entsteht erstmal oder eigentlich schon da ist, aber noch nicht geboren wurde und so weiter. So, und wenn man das einfach mal an diesen biologischen drei Abschnitten des eigenen Lebens festmacht, erklärt sich meines Erachtens auch sehr viel Hintergründiges, egal jetzt mal, wie das in der einzelnen Organisation dann nachher umgesetzt wird. Weil ich natürlich als Kind und Jugendlicher erstmal im Tarot der Narr sozusagen unbeleckt ins Leben reingehe und erstmal ganz neugierig bin und erstmal gucken muss, was gibt es denn überhaupt alles um mich herum. Ja, in Freimaurerei sagt man dann immer, schau um dich. Ja. Und dann kommt eben dieser Lebensabschnitt, der längste ist, aber witzigerweise immer sehr stiefmütterlich behandelt wird, weil dieser zweite Grad, der ja zeitlich gesehen im eigenen Leben ganz lang ist, bevor dann wieder Alter und Tod kommt, der wird aber sozusagen rituell immer so als so eine Art Übergang gesehen. Man sagt, erst bin ich initiiert und jetzt will ich aber ganz schnell Meister werden, also dritten Grad erreichen. Und dann ist der zweite Grad so ein notwendiges Übel, aber eigentlich ist es ja der viel wichtigere Grad, der wichtigste von allen, weil der zeitlich gesehen natürlich der längste ist, ja, wo ich erstmal mit mir selber klarkommen muss, wo ich mir ein Fundament bauen muss, wo ich mein Leben gestalte, wo ich vielleicht eine Frau kennenlerne, einen Partner oder Partnerin, egal ob es Frau oder Mann ist, Kinder zeuge, im Beruf ankomme, ein Haus baue. Viele Leute zahlen dann ihr Haus erstmal ab 20 Jahre und so weiter. Also dieser Grad ist eigentlich der viel essentiellere, bevor ich dann im Alter, wenn ich dann alt werde, langsam mich damit anfreunden muss, dass Vergänglichkeit im Spiel ist, dass materielle Dinge nicht mitgenommen werden können, dass das letzte Hemd keine Taschen hat, dass der Sarg kein Regal hat oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Und dann in diese spirituelle letzte Phase eintrete, die eigene Endlichkeit jetzt nicht nur zu erkennen, sondern auch erleben zu müssen, bis hin zu dem Punkt, wo ich dann wirklich auf dem Sterbebett liege und sterbe. Und witzigerweise ist das eben meines Erachtens in diesen drei Graden ja immer enthalten, egal in welchem System. Jetzt habe ich wieder ganz lange geredet, scheiße, nicht an die eigene Regel gehalten. Und wenn man das von der Seite betrachtet, finde ich, ist diese Stufung extrem nachvollziehbar. Wo es komisch wird, und da bin ich bei Janosch, sind dann weiterführende Hochgradsysteme. Und Crowley hat natürlich viel auch logischerweise im OTO aus der Freimaurerei übernommen, also ein bisschen in die Bezeichnungen der einzelnen Grade, die ja am schottischen Ritus sich orientieren und so weiter. Das muss ich euch alles nicht erklären, das wisst ihr alles selber. Und da geht es aber eigentlich um so eine Art Feinschliff, ne? Also finde ich, dass man sagt, jetzt beschäftigt sich der 4. Grad nochmal damit und der 18. nochmal damit und der 30. nochmal damit. Aber wie auch Leistend vorhin schon gesagt hat, ja, die ersten drei Grade sind das eigentliche Leben. Ja, und ich würde sagen, das eine schließt das andere ja gar nicht aus. Das Leben, was uns natürlich quasi aufgezwungen ist, als geboren werden, erwachsen werden, das erwachsene Leben und dann irgendwann Grüße an deine Katze im Hintergrund. Ja, das und dann ist Leben das. Ja, der weiß, worüber wir gerade hier reden. Nee, auf jeden Fall, dass es natürlich vom Leben uns quasi schon so vorgemalt ist, dass das auch der geistige Weg des Menschen ist, dass wir eben erstmal überhaupt ankommen müssen als geistige Wesen, uns bewusst werden, wie ein Kind sich immer mehr seines Ichs bewusst wird. Dann aber kommt erstmal der Weg im Geiste, in der geistigen Welt, sich auch zurechtzufinden. Und das ist eben diese große Abteilung des Kennenlernens, dieses heiligen Schutzengel, wie es dann bei Crowley heißt, und eben vor allem das in Austausch, in Konversation mit ihm Tretens. Das ist ja dann auch eigentlich der größte Teil. Das ist die große Reise, wo immer mehr, wo man eben nicht mehr aus Büchern lernt, sondern wo das Schicksal selber zu einem spricht, bis hin eben zu ganz plastischen Anweisungen sozusagen, auf die man dann vertrauen muss und in diesen Flow kommen muss.
Und das ist gewissermaßen der große Teil. Und das, was sich dann als dieses den Abyss überschreiten und alles, was darüber hinaus führt oder darüber hinaus noch kommt, angeht, das ist eben auch wieder identisch eigentlich mit dem Altern und akzeptieren, dass man es loslassen muss. Dass man sogar diesen Engel quasi, den einem als größtes Geschenk das Schicksal bereitet hat, jetzt auch gehen lassen muss. Vielleicht sogar selber umbringen muss, wer weiß, wie es sich dann für einen individuell darstellt. Also da ist man auch ganz klar mit diesem Todesgedanken konfrontiert. Und nochmal zur Freimaurerei oder auch zum OTO, was diese Gradstruktur angeht, da würde ich auch sagen, die ersten drei Grade, zumindest jetzt bei der Freimaurerei, wie man sie so kennt, Lehrling, Geselle, Meister, wie du es gerade auch umrissen hast, die sind das perfekte, das total konzentrierte Abbild dieser ganzen Dynamik. Aber natürlich überhaupt nicht darauf ausgelegt, dass man schon im Gesellengrad das so versteht, wie es bei Crowley komplett in- und ausführlich ausgeführt wird. Beim OTO hat Crowley selber mal gesagt, dass der höchste Grad des Ordens eigentlich nicht der höchste Grad nach seinem AA-System ist, sondern ich glaube, der Adeptus Major dürfte es dann sein. Oder vielleicht Adeptus Exemptus, also sozusagen kurz vor der Schwelle zum Abyss, aber eben nicht über den Abyss hinausführen soll. Und ja, bei der Freimaurerei ist ja eigentlich auch, zumindest so wie es auch der Charles Fleischhauer oder der Wolfgang Stark immer wieder erklärt, die Hochgrade sind das Sitzenbleiben. Es ist die Wiederholungsklasse, um die Inhalte noch zu vertiefen. Das heißt also, die Johannesabteilung ist eigentlich der große Lehrlingsgrad, kann man sagen. Das, was dann darüber kommt, also Schottisch oder Andreasmaurerei, ist dann sowas wie der Gesellengrad. Oder eben das Rosenkreuzer, der Rosenkreuzer-Abschnitt in der AA-Symbolik oder Einteilung. Und dann das Kapitel oder die Rittergrade würden dann ungefähr entsprechen dem wirklich höchsten, der höchsten Abteilung. Natürlich sollte man diese Begriffe jetzt auch nicht irgendwie zu schematisch sehen. Wieder meine Abneigung gegen Schemata. Da muss man sich ein bisschen reinfühlen, reinleben. Da wird man schon wissen, was entspricht. Und es wird sich schon eben das System irgendwann zeigen, womit man sich wohlfühlt, womit man arbeiten kann. Das ist ja eigentlich auch so das für mich zumindest wesentliche Element von Thelema oder überhaupt von, sagen wir mal, diesem chaos-magischen modernen Ansatz, nicht mehr irgendwie eine Tradition sklavisch für sich erwählen, sondern eben die Werkzeuge aus dem Kasten sich alle mal angucken, auch mit allen mal ein bisschen arbeiten und schauen, womit man zurückkommt und die dann anwenden und die dann vielleicht auch noch verfeinern, die eigenen Modifikationen anbringen, die einem selber besonders was bringen. Und wenn man dann so überzeugt davon ist, wenn man solche Erfolge feiert, kann man ja dann auch mal anderen davon erzählen, wenn man den Drang verspürt. Muss aber auch nicht sein, man kann auch vieles still für sich behalten. Das ziehe ich in der Regel vor, aber ja, manchmal äußere ich mich ja dann doch, wie ihr merkt. Ja, ich kann das alles genauso unterschreiben, wie du sagst. Frage an Eleistern. Du bist ja mehr jemand, der alleine oder mit einer Person, wenigen Personen den magischen Weg geht. Wie würdest du das aus deiner Wahrnehmung schildern? Wie ist deine Reise? Deine spirituelle Reise bis jetzt verlaufen, wo führt die hin? Wie schätzt du es ein? Ja, schon. Also Rituale, die man dann tatsächlich macht, die man beispielsweise im Equinox nachlesen kann, wie ja Janosch auch empfohlen hat. Also wirklich, der Equinox wurde ja auch neu rausgegeben jetzt von Keep Silence, weil der war ja jahrelang vergriffen und jetzt gibt es alle Ausgaben von Equinox wieder für $30 pro Stück auf Amazon, ja. Und da gibt es ein paar Ausgaben, da sind besonders viele Rituale drin. Und ich sehe das wie so als Schauspiel, ja. Also ich finde ja auch dieser moderne Strang der wirklichen Magik, ja. Also jetzt weniger der Freimaurerei, sondern wirklich sowas wie Crowley, der ja sagt, er hat einen Kraftstrom begründet, ja. Current 93 in seinem System. Und da gibt es ja andere Kraftströme wie die Chaosmagie oder die Mardmagik, die daraus hervorgingen. Wobei sich viel da auf Crowley natürlich auch bezieht, ja. Und das sind sozusagen Kraftströme, mit denen man sich verbinden kann. Und ich finde, dieser chaosmagische Ansatz ist eben so ein bisschen so, dass man da wie eine Art Schauspieler rangeht. Also man führt das wie als Theaterstück ein wenig auf. Und während man dann so ein Ritual macht, also in seinem privaten Tempel, wo man erst meditiert und dann sein Pentagramm und Hexagramm-Zeug zur Eröffnung macht und dann eben das wirkliche Ritual. Ich bin da immer selber so, dass ich keine wirkliche Klarheit darüber habe, ob ich das ernst meine oder nicht, ja. Und dennoch stellt sich dann während dem Ritual meist eine größere Ernsthaftigkeit ein, als ich erwartet hätte, ja. Also das heißt, du probierst rum, was resoniert in dir, was passiert. Und du bekommst dann manchmal so ganz klare Zeichen, wo du weißt, ah, da stehst du, ja.
Und du bekommst allerdings auch Zeichen, wo du nicht stehst, ja? Weil es ist ja immer so, wie ihr gerade richtig beschrieben habt, sobald man über diese Lehrlingsstufen hinaus ist, will man sich vor diesem mittleren Weg drücken, weil man sieht ja schon den Meister da oben. Und du denkst, warum kann ich nicht gleich da sein? Ich weiß ja, was das Ziel dieses Weges ist. Und wenn ich es eh schon gelesen habe, ich weiß es ja theoretisch schon. Das Problem ist nur, es ist nicht integriert, ja. Also man will zwar, aber man kann noch nicht, weil man da einfach noch nicht steht, ja. Und ich finde, wenn man so, wenn dieser Weg der Selbstinitiation für einen bestimmt ist, wenn man da achtsam durchs Leben geht, dann weiß man immer ganz genau, wo man da gerade steht und wo man aber noch nicht steht. Also was man nur den anderen erzählt, was man aber selber noch gar nicht umsetzen kann. Und der Punkt, wo ich dir vielleicht ein bisschen widersprechen würde, Ivan, ist das mit dem Feinschliff. Weil da glaube ich, dass sich der OTO und andere Traditionen ein bisschen von der Freimaurerei unterscheiden, meinem Eindruck nach. Weil es tatsächlich so ist, dass es ja diese Schleier gibt in diesem Sephirot-Baum des Lebens. Und bei diesen Schleiern drehen sich gewisse Dinge dann vollkommen um. Also du hast Dinge gelernt und dann spätestens beim Abyss, da ist es dann natürlich am krassesten, merkst du, alles, was vorher richtig war, gilt plötzlich nicht mehr. Und deswegen denkst du ja auch, warum kann ich nicht gleich nach da oben, wenn es dann sowieso alles falsch wird? Weil das eben so ein bisschen das Paradoxe an diesem System ist, dass du es vorher erstmal lernen musst, bevor du es loslassen kannst. Weil du sonst gar nicht weißt, was du überhaupt loslässt. Also wie, das Ego muss erstmal gebildet werden. Du brauchst erstmal etwas Stabiles, ein stabiles Ego, damit du sagen kannst, jetzt lasse ich das los, ja. Weil wenn du ein instabiles Ego hast, dann wird das einfach zerrissen von diesen Einflüssen, ja. Das ist so ein bisschen das Paradoxe an der Sache. Das Letzte, was du sagst, das kann ich nur unterstreichen. Ich bin zum Beispiel auch immer skeptisch gewesen, wenn Leute mal sagen, man soll sein Ego loslassen und auflösen und das Ego ablegen. Der Meinung bin ich nicht. Das Ego hat seine Berechtigung. Das Ego hat seine Berechtigung. Das Ego ist nichts, was ich wie Schmutz von mir abstreifen muss, wenn ich mir Hände wasche und dann ist das alles, spült das alles im Becken runter, sondern das Ego gehört ja zu mir und das wird immer zu mir gehören. Ich behaupte, dass auch ein Buddha, jemand, der im Buddha-Status ist, immer noch ein Ego hat. Der kann aber mit dem Ego umgehen. Und das ist was anderes, als wenn das Ego Besitz von mir ergreift. Also dieses Töten des Egos ist eigentlich ein falsches Bild aus meiner Sicht. Ich glaube, das ist auch falsch verstanden von den Interpreten. Denn auch in Dalai Lama spricht ja immer noch von sich. Er sagt, ich gehe jetzt einkaufen oder aufs Klo oder ich muss pissen gehen. Auch das wird ein Dalai Lama sagen, ohne dabei in irgendeine niedere Stufe zurückzufallen. Aber dann ist das ist nur ein anderer Umgang. Oder wie in der Mathematik, ist vielleicht auch ein gutes Beispiel. Wenn ich in der ersten und zweiten Klasse mit ganzen Zahlen rechne, ganzen natürlichen Zahlen, die über Null liegen und kein Negativ und kein Brüchen und gar nichts, dann heißt das ja nicht, wenn ich in der 10. Klasse in der Schule bin, dass ganze Zahlen nicht mehr existieren, sondern ich bin einfach nur auf einem anderen Level, ja, in einem anderen System, in einem erweiterten System sozusagen. Und in der ersten Klasse bin ich eben in diesem System, wo es nur ganze Zahlen gibt und in der 5. Klasse rechne ich mit Brüchen oder Minuszahlen oder was auch immer und, ne, weißt, versteht ihr, was ich meine? Das ist keine Negierung sozusagen, sondern eine Erweiterung. Grundsätzlich stimme ich dir natürlich komplett zu, das mit dem Ego töten, damit es danach nie wieder da ist, das halte ich auch für so einen typischen heutigen Esoterik-Blabla, wo Leute was aufgeschnappt haben und es dann falsch verstanden haben. Aber ich würde schon sagen, auch wenn ich so an die Symbolik der Alchemie oder sowas denke, da wird immer wieder das Ergebnis des Prozesses wieder vernichtet und es muss wieder gären und neu sich entwickeln. Und so würde ich auch sagen, muss das Ego schon, vor allem ziemlich am Anfang, ganz rabiat, man muss es vielleicht nicht abgetötet nennen, aber schon besiegt und komplett entwaffnet und gedemütigt, damit es komplett nicht mehr aufmuckt sozusagen. Aber es muss halt daraus dann wieder neu wachsen und neu organisch was hervorbringen, was halt, dann sind wir wieder beim wahren Willen. Das Ego ist ja das, was quasi alles so verdunkelt, verdüstert und einengt und einzwängt. Da sind ganz viele Konventionen des Lebens, die einen geprägt haben mit dabei. Und es muss gesprengt werden, aber es heißt nicht, dass es dann irgendwie wertlos ist. Es ist so ähnlich wie der Auszug. Das Bild muss ich noch geben, der Auszug aus Ägypten in der Bibel von Israel, da wird das Volk Gottes erst geformt.
Aber das heißt nicht, dass alles, was in Ägypten passiert ist oder Ägypten selbst irgendwie an sich böse oder schlecht ist, sondern es heißt ja sogar, dass die allen Schmuck, alles Gold aus Ägypten mitnehmen und daraus wird am Ende das Heiligtum in der Wüste gebaut. Und nur dadurch, dass sie vorher in dieser Knechtschaft waren und diese ganze Situation sich so ergeben hat, ist dann möglich geworden, dass das Heiligtum. Und das Heiligtum ist ja die Präsenz des Geistes, des Ewigen hier in der zeitlichen Welt zu verwirklichen. Und dafür ist uns auch der physische Körper und eben auch das Ego oder die sogenannte Person, die ja auch bei manchen YouTube-Alternativkanälen immer so verteufelt wird, aber die ist ein Werkzeug und man kann sie nicht komplett loswerden. Kann man schon, aber dann kann man gar nicht mehr hier in der Welt teilnehmen. Unser Auftrag ist meiner Empfindung nach als Menschen, in das Heiligtum des Himmels sozusagen irgendwie Eintritt zu erlangen, aber von dort die Kraft wieder hier runterzubringen. Und immer wieder dieses Hin und Her, das sollte eigentlich zum dieser Jakobsleiter-Symbolik, da steigen die Engel auf und ab. Die Engel sind einfach die Boten. Oder der heilige Schutzengel im Endeffekt ist ja dasselbe. Das ist halt der heilige Bote, der einen immer wieder verbindet mit dem Oberen, aber nicht entführt nach irgendwo außerweltlich und das Ego eben auch nicht einfach nur zertrümmert, sondern er zertrümmert es, um es wieder neu zusammenzusetzen. Und das ist ein Ja, sehr interessanter Punkt, den du hier noch bringst, Janosch, weil das ist tatsächlich so, weil da unterscheidet sich ja der Weg der Magik von dem Weg der Mystik, weil der Mystiker will sich ja einfach komplett auflösen in der Geliebten oder wie auch immer und der Magier sagt, nein, ich genieße zwar diese Auflösung, aber will dennoch diese Individualität eben behalten, ich will dieser individuelle Stern weiterhin sein. Ne? Dennoch ist es ein ganz schwieriges Thema, warte nur das noch, wo ich glaube, dass Das stimmt mit dem Ego, dass man es, ich glaube eben, man kann es nicht erzwingen. Ich meine schon, dass es eben Menschen gibt, die dann zu diesem Samasamadhi gelangen können, wo sich das ganz auflöst, aber das ist tatsächlich Gnade. Und da musst du sozusagen über deine verschiedenen Leben, wenn es das denn irgendwie so gibt, genügend Arbeit geleistet haben, dass diese Gnade dir widerfährt. Weil ansonsten bist du nur auf einer Ebene höher sozusagen. Ja, das heißt, du bist jetzt ein Stück selbstreflektierter, aber da bildet sich das Ego wieder im Hinterhalt. Das kennen wir ja alle, ja. Das heißt, das ist nicht erzwingbar. Daher kommen diese ganzen falschen Gurus. Als Moderator muss ich jetzt ja hart durchgreifen. Aaron, möchtest du auch noch was sagen? Ja, ich bin gespannt zu, weil ich mir so gedacht habe, ja, das sind alles so Faktoren, wo ich zustimmen würde. Was ich jetzt gerade vermisst habe bei dem Gespräch war, was ist eigentlich das Ziel eines Ordens? Also warum oder wozu sollte ich eigentlich in einem Orden eintreten? Der Orden hat eine hierarchische Struktur in der Regel. Und was heißt das eigentlich, wenn ich ganz oben bin? Ne? Also bei der Freimaurerei wäre ich zum Beispiel der Meister vom Stuhl in irgendeiner Stadt. Aber was heißt das tatsächlich? Und ich habe mich dann so gefragt, was ist das Ziel eines jeden Menschen, wenn ich jetzt in einem Orden eintreten würde? Ne? Das ultimative Ziel, was ich mal gelesen hatte oder auch verstehen würde, wäre dann tatsächlich die Erleuchtung. Und da kann ich jetzt zum Beispiel jetzt anknüpfen an dem, was ihr da erzählt habt, mit dem Ego und dem Selbst, mit dem heiligen Schutzengel und dem Abyss überqueren und solche Sachen. Ich hatte mal das bei Crowley, habe ich das gelesen, bei den Kommentaren zum Liber Elvelegis. Es ist so, dass du als Mensch geboren wirst und dann hast du das Ziel, Samadhi zu erreichen. Samadhi wäre dann die Erleuchtung. Und Samadhi ist jetzt so dieses All-Eins-Werden. Ne? Und danach aber bist du wieder ganz normal. Dann geht es wieder von vorne los. Dann bist du wieder in deinem Ego drin. Also natürlich mit dieser Erfahrung von Samadhi bist du natürlich ein anderer Mensch geworden auf diesem Planeten. Aber trotzdem kannst du noch kochen gehen. Trotzdem kannst du noch einkaufen gehen. Trotzdem kannst du noch reden mit anderen. Aber du hast halt eine andere Erfahrung. Du hast dich verändert. Komplett verändert. Und dadurch gehst du halt ganz anders durch das Leben. Ne? Aber was ist dann, wenn du tot bist? Und du wirst dann wieder inkarniert. Ne? Hast du dann noch diese Erfahrung Samadhi in deiner Erinnerung dabei? Vermutlich nicht, sondern du fängst wieder bei Null an. Und dann ist wieder das Ziel, letztendlich Samadhi halt zu erreichen, das wieder zu erlangen und dann halt sozusagen weitergehen. So habe ich das damals verstanden, dass es ein ewiger Prozess ist und dass es gar keine Auflösung gibt, sondern dass grundsätzlich das Selbst, also das Göttliche in einem oder Gott in Anführungsstrichen Hadith ständig auf der Entdeckung ist, zu Nuit oder mit Nuit, naja, zu Nuit eher, ne, indem er einfach immer neue Möglichkeiten, neue Chancen wahrnimmt und dadurch halt sich immer
weiterentwickelt und halt ein Stern wird, in Anführungsstrichen, was er ja schon ist. Ne? So habe ich das halt damals verstanden. Das war für mich extrem plausibel, wo ich mir gedacht habe, ja, das klärt so ziemlich alle Fragen für mich. Das war's. Aaron, abgefahrenes Schlusswort, mein Lieber. Aber auch wenn für heute alle Fragen geklärt sind, ich würde euch jetzt nämlich gerne noch schnell verabschieden wollen und freue mich wirklich unglaublich über dieses Gespräch. Ihr wisst gar nicht, was gerade in mir abläuft. Ja, wir sehen uns wieder. Wir machen weitere Gespräche. Wäre das auch in eurem Sinne? Ja, klar, auf jeden Fall. Übelst freuen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Abend noch heute und viel Inspiration ist jetzt gerade herübergekommen. An alle Zuschauer, ich hoffe, ihr bleibt uns treu, weil für manches war vielleicht ein bisschen insidermäßig, was heute hier gelaufen ist, aber man kann es erschließen und abonniert den Kanal, dann könnt ihr uns alle wiedersehen. Und, hier der Spruch. Jetzt habe ich die Mütze gar nicht auf. Egal, Knowledge is an Inside Job. Vielen Dank an euch, ihr Lieben.